Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man mit CSS und HTML so einen Hintergrund erstellen kann. Wer mehr darüber erfahren möchte, bleibt dabei, jetzt geht's los. Ja, im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie ihr diesen Hintergrund erstellen könnt und heute werden wir das erweitern und ein bisschen mit der Form rumspielen. Also wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt das Ganze gelassen. Ich habe wieder mit Width 100%, High 100VH und Padding 30 gearbeitet und jetzt baue ich kurz eine andere Farbe ein, dieses Violett. Und sonst sind wir eigentlich immer noch beim gleichen wie beim letzten Mal. Und jetzt setze ich wieder diese Background Size ein vom letzten Mal. Auch da bleiben wir wieder bei diesen 53 zu 53 Pixeln. Und jetzt können wir wieder mit diesem Background Image arbeiten und da ein bisschen das Ganze erweitern. Also Background Image und dann arbeite ich wieder mit dem Radial Gradient. Ja, und als nächstes werde ich einfach wieder mit diesem Radial Gradient arbeiten, ähnlich wie beim letzten Mal. Also da haben wir das Transparent 28 Pixel genommen und dann diese 28 Pixel. Und dann haben wir eigentlich wieder das gleiche wie beim letzten Mal. Jetzt erweitern wir das Ganze aber mit der gleichen Farbe und 32 Pixel. Und dann arbeiten wir wieder mit Transparent 32 Pixel. Ja, zur Erklärung verändere ich jetzt mal kurz die Farben hier, damit ihr das Ganze seht. Ich mache jetzt das mal weg. Dann seht ihr, ich habe eigentlich den Rand hier einfach mal dicker gemacht und habe ihn ein bisschen vergrößert, damit man eigentlich zwei Ränder übereinander hat. Und jetzt kann man hier eigentlich auch mit den Farben rumspielen. Also wenn ich jetzt das Ganze rot mache, habe ich zuerst klein weiß und dann groß rot. Und jetzt kann man eigentlich das Ganze ein bisschen anpassen. Ja, ihr seht, man kann jetzt eigentlich hier diese ganzen Formen noch ein bisschen rumexperimentieren. Ihr seht einfach, ich habe jetzt wirklich wieder einen Kreis genommen. Ich habe ihn wirklich mit 53 auf 53 Pixel verdoppelt. Und dann spiele ich eigentlich mit dem Abstand. Und je größer dieser Rand ist, desto anders sieht das Muster aus. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Anleitung gefallen. Wenn ihr eine Frage dazu habt, stellt sie mir unten in die Kommentare oder nehmt mit mir über Social Media Kontakt auf. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter zu geben, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat. Ich bin nämlich immer auf euer Feedback angewiesen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss damit, ciao.